Hey Leute, ein herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal was anderes. Und zwar zeige ich euch, beziehungsweise sage euch, die meiner Meinung nach die 10 besten Star Powers sind und die ihr auf jeden Fall kaufen solltet, wenn ihr das Gold habt. Oder sie im Shop halt, ne? Und ja, falls ihr mehr sowas sehen wollt, beziehungsweise gestern kam meine Hey Siri Challenge ziemlich gut. Oh, das war's halt wieder komplett. Hallo, Ibims. Lol. Hallo Siri. Auf jeden Fall kam die Siri-Challenge sehr gut an. Vielleicht werde ich auch mal Solo-Showdown Siri spielen oder andere Sachen mit Siri oder allgemein mehr so Roulette-Sachen. Das kommt bestimmt bei euch sehr, sehr gut an. Könnt ihr mir gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen. Und in den Kommentaren könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr sehen wollt. Weil meine Ideen, was das angeht, sind jetzt nicht unbedingt einfallsreich. Heute werde ich um 18 Uhr mit Viewers spielen. Also ich werde auf YouTube streamen und Giveaways machen, Viewer Games und allgemein Community Games. Also seid auf jeden Fall heute Abend am Start und ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem persönlichen Ranking. Kommen wir mal zu der Nummer 10. Für mich ist Karl die Nummer 10, also Karls Star Power, weil seine Spitzhacke auf jeden Fall fliegt 13% schneller nach vorne und wieder zurück. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und das kann auf jeden Fall 1v1s bzw. Game entscheiden. Ihr seht selber, es geht ziemlich schnell. Ne? Ohne Star Power finde ich Karl nicht so geil, beziehungsweise die Star Power hilft halt wirklich ziemlich hart, ne? Wie ihr sehen könnt. Und ja. Das ist meiner Meinung nach die Nummer 10 wert. Zu der Nummer 8 würde ich sagen Bibi. Und zwar, wenn Bibi ihr Balken geladen hat, hat sie 15% mehr Speed. Das ist auf jeden Fall in High Ladder, beziehungsweise allgemein sehr, sehr stark, weil ihr dann Dynamite bombt. Ihr seht selber, guckt, wie schnell sie rennt jetzt. Und wenn ich jetzt keinen gelben Balken habe, beziehungsweise ohne Star Power, dann rennt sie viel, viel langsamer. Das ist für mich die Nummer 9 auf jeden Fall. Die Nummer 8 würde ich sagen ist Rico. Wenn ihr gegen die Wand schießt, macht ihr 100 mehr Damage. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Vor allem auf einer Map, wo es sehr viele Wände gibt. Ihr seht selber, ich mache 448 Schaden. Und wenn ich gegen die Wand schieße, dann mache ich 548, also 100 mehr. Ihr seht auch selber, dass ich, also dass die Schüsse leuchten. Das ist auf jeden Fall definitiv die Nummer 8 wert. Kommen wir zu der Nummer 7. Also, Pams Nummer, also Star Power finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vor allem, wenn deine Teammates neben dir stehen und du deine Teammates 30 Leben jedes Mal healst, ne? Ich kann euch das jetzt so nicht zeigen im Training Cave. Ich habe jetzt leider auch kein Gameplay von Pam. Aber ich meine, die meisten von euch kennen wahrscheinlich. Ihr seht ja diesen Healing-Kreis. Jeder, der in der Nähe von mir steht, kriegt 30 Leben dazu, jede Sekunde. Das ist halt wirklich ziemlich stark. Vor allem im Teamfights, wenn ihr gerade kämpft, healt es halt echt extrem viel. Und wenn Pam alle Schüsse trifft, hielt er mal bis zu 300 HP oder 400, einfach so. Ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Kommen wir zur Nummer 6. Barleys Star Power ist, wenn ihr eine Flasche wirft, also das zählt aber nur für den normalen Angriff, dann hielt ihr euch für 300. Ihr seht selber, dieser Roboter kriegt mich nicht tot, wenn ich mich die ganze, weil ich mich die ganze Zeit selber hochhiebe. Oh, lol, er hat mich getötet. Kappa. Nein, ihr seht selber, die Star Power von Barley hielt halt für 300 und wenn Crow euch vergiftet zum Beispiel und ihr seid low und er kommt nicht mehr ran, dann könnt ihr euch easy wieder hochheilen. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall die Nummer 6. Kommen wir mal zu der Nummer 5, Leute. Für mich ist Nita Star Power sehr stark. Das ist die erste Star Power. Nita hat mittlerweile auch zwei. Und zwar hielt sich Nita jedes Mal, wenn ihr Bär einen angreift. Ihr seht, guckt mal hier. 500. Ich hielt mich 500 und krieg Schaden von ihm 500. Ich kann nicht sterben, so gesehen. Wenn mein Bär jetzt Schaden kriegen würde, hier, und ich jemanden angreife, dann hielt er sich für 500. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Vor allem im Teamfights kann sich Nita die ganze Zeit hochheilen. Oder der Bär, wenn ihr die ganze Zeit Gegner trifft. So kann der Bär halt nicht sterben oder ihr stirbt nicht. Das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Deswegen ist das für mich persönlich die Nummer 5. Und für viele Topspieler natürlich auch. Kommen wir mal zur Nummer 4. Bull Star Power ist meiner Meinung nach sehr, sehr stark, vor allem auf Tresorraub und Belagerung, weil wenn ihr low seid, ich glaube 40% war das jetzt,
schießt ihr viel, viel schneller. Und das ist wirklich sehr, sehr OP. Ich zeige euch das mal, falls ihr noch nicht die Star Power habt vom Bull. Definitiv worth zu kaufen, das könnt ihr mir glauben. So. Ich bin jetzt low. Ihr seht selber, guckt mal, wie schnell ich schieße. Und wie lange er reloadet. Das geht halt absolut schnell, ne? Und wenn ihr ohne Star Power, man merkt halt wirklich extrem den Unterschied. Das ist für mich auf jeden Fall die Nummer 4 und empfehlenswert zu kaufen. Kommen wir mal zu der Nummer 3. Die Nummer 3 ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich Jesse liebe. Also Jesse und Spike sind meine Lieblingsbrawler momentan. Und Jesse Star Power ist, wenn ihr auf einen Turret schießt, hielt dieser Turret sich. Ihr seht selber, guckt mal hier. 800er Heal, Leute. 800er Heal. Und dann schießt, und die Schüsse, die bouncen ja weiter, ne? Das ist halt meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr stark. Ihr seht selber wieder. 800 Heal, 800er Heal. Extrem stark. Vor allem diese Bounce und im Teamfight trifft ihr halt einfach alles. Ihr könnt halt fast gar nichts missen. Definitiv die Nummer 3 für mich. Die Nummer 2, Leute, die Nummer 2 ist für mich auch sehr, sehr neu gewesen. Ich habe nicht sehr oft damit gespielt, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr stark und definitiv die Nummer 2. Und zwar hat Colt jetzt eine längere Range und schießt auch schnell. Ihr seht selber, dass Colt normalerweise niemals so schnell schießt und diese Range ist halt auch sehr, sehr weit, ne? Das ist definitiv für mich die Nummer 2. Kommen wir mal zu der Nummer 1. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist diese Shelly Star Power, die neue, ziemlich, ziemlich stark. Und zwar ist ihre Star Power, die neue, jede 20 Sekunden habt ihr unten so einen gelben Balken, der sich hochlädt. Und sobald dieser Balken hochgeladen ist und ihr geht low mit Shelly, hielt sie sich komplett wieder voll. Das ist ziemlich, ziemlich broken momentan. Und meiner Meinung nach wird das auch genervt. Jeder spielt momentan. Shelly ist momentan Meta. Also Shelly wird überall gespielt. Jeder Map. Ihr seht selber, ich war fast tot. Bam, bin wieder full life, ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Ich zeige euch das nochmal. Oh, das ist definitiv, wenn ihr sie im Shop habt. Das sind die 2000 Coins wert, wenn ihr sie habt. So, nochmal. Falls ihr das Video bis jetzt angeschaut habt, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei euch für den ganzen Support. Und ich habe auch eine kleine Belohnung für euch. Und zwar zeige ich euch jetzt eine 15 Euro Google Play Karte. Die habe ich jetzt gerade erst freigerubbelt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück beim Einlösen. Ich hoffe, ihr seht das auch. So. Kamera scharf. So jetzt. Und ja, Leute. Drückt auf jeden Fall jetzt auf Pause und versucht, den Code einzulösen. Hier. 15 Euro Google Play, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Und falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, und ich werde vielleicht öfters Giveaways machen, einfach mitten im Video vielleicht mal reinschneiden oder so einen Code, dann habt ihr auch was auf jeden Fall davon. Ich werde morgen auf YouTube streamen. Also wir haben jetzt den 8.7. beziehungsweise ich werde morgen dieses Video hochladen. Also für euch dann heute Abend. Um 18 Uhr streamen. Ich werde Community Games machen und Giveaways. Vielleicht mache ich auch Ladder Push. Ich muss mal schauen. Und ich habe, wie gesagt, noch hier iTunes-Karten, die ich noch nicht vergeben habe. Wie ihr hier sehen könnt noch. Die sind noch unverpackt. Außer diese Verpackung. Aber die Codes wurden noch nicht benutzt. Und ich habe es auch noch nicht freigerubbelt. Ich werde morgen wahrscheinlich 3 10er iTunes vergeben. Google Play Karten habe ich nicht mehr. Ich hatte noch eine, die habe ich jetzt euch gerade eben gezeigt. Ich hatte 3 Stück insgesamt. Die anderen habe ich schon verlost. Und ja, sagt auf jeden Fall euren Freunden Bescheid. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Bis demnächst. Haut rein, Leute. Oder bis später.